beteiligten Architekten und Handwerker an der Vollendung des Plenarsaales, dem Kernstück des neuen Parlamentsgebäudes in Bonn. Die Geburtsstunde eines neuen deutschen Staates. Als erstes Organ des neuen Parlaments konstituierte sich der Bundesrat. Karl zum Präsidenten des Bundesrates gewählt. Am Nachmittag folgte dann die feierliche Eröffnungssitzung des Bundestages. Die Abgeordneten und Ehrengäste treffen. Sitzung des Bundestages wurde durch den Alterspräsidenten Paul Löbe eröffnet. Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Bundestages wurde der Köhler gewählt. Meine Damen und Herren, ich übernehme das Amt des ersten Präsidenten. Hat wieder eine deutsche Volksvertretung die Regierung übernommen.